das Größte, wird sie euch jagen und zum Frühstück fressen. Kapito! Genau so sieht's aus. Das ist wirklich Quatsch. Ich gehe nicht mehr leben. In einer Stunde bin ich so. Stirbst du jetzt mal, danke. Meine Zeit. Das ist langweilig. Habt ihr nichts zu tun, während ich auf euren Tod warte? Hallo, Bianca Riarigo. Muss ich nicht jetzt Forza heißen? Grazie, Messere. Aber mein Bruder, sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen. Okay, danke. Für den Hinweis. Kleiner. Ludovico Orsi töten. Ach du Scheiße. Ich bin zu jung. Hey, hey. Ja, mag sein. Lass mich mal durch. Älter. Älter. So. Komm her, du mieser Sack. Ob ich jetzt im Sperrgebiet bin oder nicht, ist auch egal, weil ich eh nicht mehr inkognito, weil ich eh gesucht bin. Ach, du stößt hier niemanden. Mano! Ich hab zu viele Leute im Schlepptau. Doch, kann er. Ist auch geil. Die Katharina kann ihn sicherlich bis zur Zitadelle hören. Ich sehe ihn nicht mehr. Herr Lea, ich muss ganz dringend. Lasst mich bitte gehen. Das hilft. Ach Gott, ist das ein... Junge, halt einfach die Klappe. Mann, kann er sich mal ein Beispiel an seiner Schwester nehmen? Hört ihr jetzt mal auf hier? Hier ist so eng, ich treffe immer einen von euch. Genau. Kann ich verstehen. Mann, ist das ein weinerliches Kind. Das ist die letzte Chance, Katharina. Den Apfel sofort, oder ich breche dem Jungen die Beine. Na, die heilen wieder. So, jetzt ist aber mal gut hier. Ja, auf der Treppe ist relativ gut kämpfen. Da trifft man immer einen von denen. Und hier den falschen. Keine Angst, Kleiner, ich bin gleich da. Willst du deinen Sohn wieder gehen sehen, Katharina? Gib uns, was wir wollen, oder ich stoße ihn über die Kante. So, glaubst du, du bist schneller als wir? Klappe halten, Junge! Nein, 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 nein! Ezio! Ezio, nein! Ja, geil! Schnell! Und los, Katharina! Zeig dich! Den Apfel und die Karte, oder dein Kind ist ein Krüppel! Da, packt ihn! Wir machen ihn! Ah. Du sollst ihn über die Kante werfen, Depp. Verdammt, Junge. Halt einfach die Klappe. Oh, das ist auch mal gut hier. Und nach oben. Wie die den da hochgezerrt haben, möchte ich auch mal wissen. So, gut ist. Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert? Mehr als du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Requiescat in pace. Jo. Vor allen Dingen, ich hätte den doch schon runtergehauen, wo der Ezio unten anfängt, die Wachen niederzuprügeln. Grazie, Messere. Ne? Ich meine, der Pate. Noch kein Pate. So, wir gehen mal schnell zur Sondererinnerung. Uah, Ezio, du bist so ein Idiot!
Jetzt aber, wir gehen mal zur Sondererinnerung. Nur ganz kurz. Dann machen wir auch schon weiter mit der... mit der Sequenz. Und die Truhe in der Villa füllt sich. Entschuldigung. Na? Na, ja, der Kompass hat schon umgeschwenkt auf die Erinnerung, die ich machen möchte. Ha? Na, Geld ist jetzt nicht mehr nötig. Wir haben alles, was wir brauchen. So. Darüber. Wir sind gleich da, wir haben noch 100 Meter, 90 Meter, 80 Meter, 70 Meter, 60 Meter, 50 Meter, 40 Meter, 30 Meter. Naja, diese Markierung identifizieren Sondererinnerungen. Jetzt müssen wir ein bisschen klettern. Zehn Meter. Das sind keine 5 Meter, oder? Oh, kann schon sein. Und zwar, man darf nochmal Flugmaschine fliegen und zwar so oft wie man möchte. Toll, ne? Wir sind auch überall so Feuer. Ah, ist ja schön. Ich finde das so idyllisch, mit der Flugmaschine zu fliegen. Tja. Geht schon. Und runter. Ja, hallo? Danke. Das ist so toll. Man kann das Fluggerät dann einfach verlassen, wenn man irgendwo hingeht und dann das drückt. Toll, ne? Ich find's witzig. Und wir sind auch in dem Sinn voll gut gelandet, nämlich gleich in einem Aussichtspunkt. Boah, bin ich gut. Ich wäre am besten wäre natürlich noch gewesen, auf dem Aussichtspunkt zu landen, aber dass wir den noch nicht haben, konnte ich ja nicht wissen. Haben wir die schon gemacht? Ich glaube, ne? Oder? Ich weiß es gar nicht. Ach, weißt du was? Das wird ein Aussichtspunkt sein. Wichtiger ist mir jetzt ehrlich gesagt die Glyphe. Okay, wir scheinen damit die noch nicht gemacht. Der Bunker, Datei freigeben. Der Bunker. Zweiter Weltkrieg, Archiv, auf Datei zugreifen, Zugriff verweigert. Oh nee, das, ja, jetzt geht das los. Was sehe ich denn? Das ist... Das Zeichen ist... Ist irgendwo eine Zahl 4. Ich probiere es mal. Das Zeichen hier ist... 4, dann haben wir 7. Neun. Ah, die stimmt so. Gott, die ist sowas hasse. Diese Code-Dinger sind wirklich ätzend.
dass die 3 ist und dass die 4. Dass die 5 und dass die 6. Das waren die 8. Das ist die 9. Die haben überhaupt keine Ähnlichkeit miteinander. Gar nicht. Hilfe. Habe ich mein Handy da? Nee. Okay, ich werde das googeln. Das ist mir jetzt nämlich echt zu blöde. Bis gleich. Hier sind wir wieder. So, ich glaube, ich weiß es jetzt. Das müsste der hier sein. Ich habe das jetzt einfach nachgegoogelt, weil... ehrlich, ist mir jetzt zu blöde. Soll man das rausfinden? Zugriff gewährt. Abstergo Corporation. 2. Mai 1945. Der Krieg ist vorbei und wir haben die Kontrolle, wie geplant. Aber leise Zweifel kommen auf. Ich habe Meldungen von unseren Agenten in Berlin erhalten. H sollte seinen Doppelgänger im Bunker hinrichten und C mit dem Edensplitter am Treffpunkt aufsuchen. Hitler? Und Churchill? What? Aber es ist schon 3 Tage her und er ist bisher nicht erschienen. Irgendwas muss schiefgelaufen sein. Bitte schicken Sie neue Anweisungen. Sie fabrizierten den Krieg. Sie stellten den Frieden her. Aber sie sollten nicht damit davonkommen. Finde unsere Markierung. Okay. Sie finden das Assassinen-Symbol. AOL. Oh Gott, du Scheiße, nein. A ist H. A ist H? Adolf ist Hitler? Das ist mir klar. Adolf ist Hitler, ja. RIP! Das war alles nicht die Markierung der Assassinen. Wir haben den Ausgang von oben beobachtet. Er sah uns nicht kommen. Ah, hier. Aha. ID. Hübsch. Sehr hübsch. Passcode gefunden. 01545. Datei freigegeben. Sehr schön. Jetzt fehlen uns noch 3. Alle abspielen. Ich sagte, alle abspielen. Noch 3 Glyphen. Wow. Und wir haben im LP eigentlich überhaupt nicht aktiv danach gesucht. Das ist schon interessant. Wir brauchen noch 2 oder 1 in Venedig. Ich guck noch mal schnell in die Datenbank. Ich weiß, es nervt, aber... Orte. Florenz fehlt uns noch 2 und 1 in der Toskana. Und zwar am antiken römischen Theater und bei Florenz keine Ahnung. Doch, bei Florenz weiß ich 1. Ah, ist ja schon mal etwas. Wird uns wahrscheinlich auf der Suche nach den Codex-Seiten noch unterkommen. Im antiken römischen Theater waren wir ja bereits, so da hatten wir absolut keine Zeit, Glyphen zu suchen. Dann kriegen wir sogar die Wahrheit im Let's Play zusammen. Das finde ich aber interessant. Hätte ich nicht gedacht. Ah, das sind die Kinderchen. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checco Orsi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Was für ein mieses Overlay ist denn das hier bitte? Alter! Leute, schlammt doch nicht so! Checco Orsi finden und eliminieren, um den Apfel zu halten. Mein Apfel! Na gut, solange sie die Karte nicht haben. Mieser Sack! Komm her, gib mir... Und was soll denn das? Geht raus hier, eure Chefs sind weg. Mach, komm, lass durch. Lass durch. So. Komm her, Orsi!